Dann bekommt das Gesundheitsamt diese Daten und kann aufgrund dessen sehen, wo ist der Patient gewesen und der Positive gewesen und können dann dort, was bisher auch händisch getan wurde, hingehen und die Kontakte auch holen. Und im Moment der Anfrage, noch bevor das Restaurant sozusagen der Anfrage zustimmt, schon im Moment der Anfrage bekommen alle anderen, die auch mit diesem auch zur gleichen Zeit in der Historie haben, eine Warnung von Luca direkt, dass sie quasi Teil einer Infektionskette sind. Das verkürzt die Meldung, sozusagen der Moment des Positivtests bis zur Meldung von bisher 5, 6, 7 Tage auf 0 bis 1 Tag. Und das ist natürlich wirklich signifikant, weil nach Infektion dauert es in der Regel 3, 4 Tage, bis man die ersten Symptome hat. Und dann würde man den Infektionsherd schon früh mit Quarantäne eindämmen können. Bereits bei der Corona-Warn-App war der Datenschutz ja ein riesiges Thema. Hier wird auch bei der Luca-App genau hingeschaut und es gibt tatsächlich Kritik. Unter anderem beklagen Experten, dass Nutzer über ihre IP-Adresse identifiziert werden könnten. Und auch die Speicherung der Daten auf einem zentralen Server wird kritisiert. Wie sicher sind also meine Daten auf der Luca-App? Also vorausgeschickte Daten sind sehr sicher. Sie sind mehrfach verschlüsselt. Die Daten auf dem eigenen Telefon sind verschlüsselt und sind nur dort. Dann gibt es nur einen Schlüssel, den das Gesundheitsamt hat, den Sie auch nur auf Anfrage benutzen, um die Daten aufzuschließen. Zu den beiden Sachen, die Sie gesagt haben. Na klar, es ist eine Anwendung, die über das Internet kommuniziert, wie jede andere Anwendung auch. Deswegen ist der Kommunikation mit IP-Adressen völlig normal. Das ist also Quatsch zu sagen, das sei blöd, weil das macht jeder. Also wenn Sie keine Ahnung, wenn Sie Internetbanking machen oder andere Finanzprodukte beispielsweise, die sind deutlich unsicherer als Luca, weil dort werden auch die Daten zentral gespeichert. Da ja die Aufgabe ist, die Gesundheitsämter zu informieren und man nicht möchte, dass jeder einzelne Betreiber seine Daten ständig im Internet vorhalten muss, dann wären sie dezentral möglich. Am Ende muss das Gesundheitsamt ja wissen, wer eventuell im Risiko ist. Das heißt, sie können den Feuerwehrschlauch nicht wegkriegen zwischen Feuerwehrwasserquelle und Feuer. Deswegen lässt es ihnen die Aufgabe nicht machen, ohne dass teilweise Daten zentralisiert sind. Die Daten selbst, die eigenen Daten, wie auch die Schlüssel, sind dezentral verwaltet. Sie haben ja als Mitentwickler auch eine ganz persönliche Motivation. Sie wollen durch die App wieder kulturelles Leben, zum Beispiel Konzerte, ermöglichen. Nun steigen aktuell die Infektionszahlen aber wieder deutlich. Die Forderungen nach Schließungen werden dementsprechend lauter. Haben Sie dafür Verständnis? Ja, ich habe dafür großes Verständnis. Ich habe großen Respekt vor der Haltung der Epidemiologen und Virologen. Mischung aus Kontakttracing und Testen ist etwas, was uns hilft, aber dazu müssen die Inzidenzen niedrig sein. Ja gut, es gibt uns natürlich, der Lockdown gibt uns Zeit, Luca richtig einzuführen und auch in den Gesundheitsämtern das wasserdicht zu machen. Und auch noch, es ist ein lebendiges System. Es wird quasi in der Praxis immer wieder was passieren, an dem wir arbeiten. Aber ich sehe das so, wir haben quasi einen Feuerlöscher, wir benutzen ihn, wir rennen zum Brandherd und auf dem Weg regeln wir alles Mögliche, was geht. Wir müssen schon schnell sein. Und auch jetzt muss man auch im Lockdown, vielleicht zum Friseur, vielleicht zum Zahnarzt, auch da könnte man Luca schon einsetzen. Aber ja, Luca wird die Epidemie nicht wegmachen. Die Inzidenzen müssen niedrig sein und dann wird Testen und Tracing mit Luca zusammen mit besserem Impfhintergrund und mit den üblichen Hygienemaßnahmen uns eine Möglichkeit liefern, wieder mehr oder weniger kulturelles Leben auch zu haben. Eher natürlich weniger. Das wird erst passieren, wenn wir alle geimpft sind. Sagt der Rapper und Mitentwickler der Luca-App Smudo. Vielen Dank für das Gespräch. Ciao.